Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei TuFarming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter. Ja, es war ein bisschen wild gewesen. Wir hatten ein Rennen, was komplett in die Hose gegangen ist, was schief gegangen ist. Und nicht nur das, wir sind natürlich auch noch verhaftet worden. Ich glaube, bei mir ist nicht ganz so schlimm. Ich bin gespannt. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Harry? Ja. Oh. Bella ruft an. Ja, Bella? Hi. Oh. Sag mal, hast du Zeit? Harry, hab ich Zeit? Nein. Ja, was heißt, was haben wir zu tun jetzt effektiv? Die Felder bestellen. Felder bestellen. Bella, was hast du vor? Ich wollte mit dir einen kleinen Ausritt machen. Ein Ausritt? Ja. Na, dann lass uns am Landhandel treffen. Ich kann doch nicht mit zwei Pferden kommen. Ach so, dann lass uns, wo sind die Pferde? Ja, ich bin gerade am Reitstall bei der Frau Hansen. Alles klar, ich komm hin. Dankeschön, bis gleich. Bis gleich. Ey, Harald, guck mal auf die Uhr, es ist 19 Uhr, wir machen Feierabend. Willst du mich verarschen? Ich muss auch, willst pass mich, mal auf, willst du es ist, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Du, mein Freund, hast mal. Nicht gearbeitet, hast du nur Mist gebaut. Ich muss mich aufregen. Warte mal. Und zwar, pass auf, ich muss abends, habe ich auch der Bella versprochen, dass ich auch immer mal ein bisschen Zeit mit ihr verbringe. Und wir, und pass auf, ich mache jetzt mit der Bella, verbringe ich ein bisschen Zeit und dann trinke ich mit dir und Jupp noch ein Feierabendbierchen. Schön, auf ganz entspannt. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Bis du wieder hier angetanzt bist, ist es der nächste Tag. Mach ich. Dass du vor dem nächsten Tag wieder hier bist. Ja. Gut, ich gehe fix runter, ey, das ist ja alles Zeit und du sagst Jupp Bescheid, dass wir dann noch ein Feierabendbierchen trinken, ne? Und machen ein paar schöne Fettbrote mit Gurke. Ich seh dir noch die Brötchen, streich dir in den Arsch. Nee, du sollst mir kein Brot schmieren, aber das kannst du ja machen. So. Eieieiei. Ist eins für den Autos schon wieder ganz? Harry? Ja? Ist eins von den Autos ganz? Nein, wenn ich bei dir bin, rate ich dir zu laufen. Wo ist denn unser... Was ist denn das? Ist denn Herrn Stecher sein Traktor? Ach so. Warum steht der hier? Bestimmt, weil es draußen regnet und das Ding kein Dach hat. Ach so. Könnte sein. Wo ist der unser Dings? Der Pickup? Ja. Das ist eine gute Frage. Mit dem warst du ja das letzte Mal unterwegs. Nee, war ich nicht. Nee, ich bin mit BMW. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, komm, hol ich gleich Diesel. Gut, Harald, ne? Bis dann. Vor dem nächsten Tag. Ja. Alles klar, Harald. Du machst mir manchmal ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Gut, hau rein, ne? Tschüss, ciao. Wiedersehen. So, na gut, schauen wir mal, was Bella hat. Aber es sieht ja schon wieder auf jeden Fall auch ein bisschen besser aus. Es sieht ja auf jeden Fall schon wieder ein bisschen besser aus, was die Finanzen betrifft. Da bin ich ja schon mal sehr beruhigt. Ich meine, das mit den Rennen und alles, das war irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie eine doofe Idee. Ich glaube, wir hätten das lassen sollen. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir hätten das lassen sollen und nicht machen sollen. War vorprogrammiert, dass es Ärger gibt. Scheiße, dass ich da mit Kai zusammengecrasht bin. Ich meine, ich hätte gewonnen, ne? Aber, weiß auch gar nicht, was jetzt passiert. Naja, die Kohle werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Aber ich hätte wahrscheinlich so oder so keine Kohle gekriegt. Selbst wenn ich da gewonnen hätte. 350.000, warum soll der mir 350.000 schenken? Keine Ahnung, was das sowieso für ein komischer Kauz ist. Das ist da eh alles so lächerlich. Ganz ehrlich. Das ist da alles Käsequark. Was weiß ich, was der von uns will. So. Naja, ein bisschen Zeit mit Bella verbringen, glaube ich, schadet auch nicht. So. Okay. Ist aber nass. Hey, wo ist sie denn? Hallo Bella! Ach, hast du es geschafft? Hat Harry dich von alleine gelassen? Ja, muss da ja. Notgedrungen. Notgedrungen? Wo geht's denn hin, die Reise? Lass dich überraschen, komm mal mit. Ich hab jetzt schon zwei Pferde. Die sind vom Eilichhof. Das sind Missy und Summer. Mhm. Ein Ter- ich glaube,
Summer oder. Nee, Misty ist, glaube ich, das Therapiepferd von Emily. Mhm. Weißt du schon? Einmal ausreiten? Ja, freue ich mich total. Was ist los? Nix. Doch, du hast was. Ich habe nichts. Nein, nein, alles gut. Was hast du denn so gemacht heute? Was ich so gemacht habe heute? Ja. Naja, ich habe halt ein bisschen. Oh Gott, das Pferd hat eine komische Bremse. Wettrennen zum Landhandel. Oh, zum Einfahrt. Landhandel? Ja, gut, mach Einfahrt. Mal. Einfahrt. Ui. Oh. Das ist der Baumstil. Das Pferd ist doof. Das ist der Baumstil. Aber Bella? Ja? Oh, warte mal ganz kurz, mir geht's irgendwie nicht gut. Was ist denn los? Bella, mir ist irgendwie schlecht. Ich hab keine Ahnung. Was ist denn? Oh, Bella, ich glaube mir. Warte mal ganz kurz. Oh. Ups. Verarscht. Alter! Dein Ernst? Oh. Das ist nicht dein Ernst. Lügner, ohne Witz. Ja. Tut mir leid. Aber hey, wenn es um Rennen geht, ich kann nicht anders. Ich muss einfach gewinnen. Kannst du überhaupt gewinnen? Bist du einfach. Naja, wer das Tor erreicht, hat einen Wunsch frei. Welches Tor? Das Landhandeltor. Hey, warte. Das Haupttor. Hey, das hast du vorher nicht gesagt. Doch, ich hab gesagt, das Haupttor. Schon mal ein Pferd mit Lenkrad geritten? Was? Erster. Ach, Mann! Jeder verarscht mich, ich sitze da zu kotzen. Was für jeder verarscht dich? Ja, pass auf. Wo ist er denn? Aber was fahren dir deine Eltern rum? Das geht grad nicht. So, also. Hallo. 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 So, Bella, jetzt erzähl mal, was willst du machen? Ups. Ja, zeig ich dir gleich. Ja, was gibt's? Hans, Hildegard? Ja, wir wollten mal mit Miguel nochmal sprechen. Ja, warum? Ja, einfach mal Hallo sagen. Ja, hallo. Wir waren ja weit länger weg. Wie waren eigentlich die Flitterwochen? Die waren wunderbar. Ich hoffe, das waren nicht die richtigen Wochen. Schön. Ja. Warum? Warst du zufrieden Leider? Mit ihm? Nix, alles gut? Ja. Ich hab nichts gesagt. Zufrieden. Ja. Ja, erzähl doch mal. Naja, was wollt ihr denn sprechen? Ja, wir haben uns so lange nicht gesehen. Ja, was ist da unwahr? Das war Kacke, war das. Das war wieder total sinnlos und unnötig. Was war da unten? Ja, der saß wieder im Knast. Was? Bitte? Ich saß nicht im Knast, nur ganz kurz. Knast ist Knast. Ich saß nicht im Knast, nur ganz kurz. Ich hab nichts gemacht im Endeffekt. Also alles cool. Das Einzige ist blöd, dass vom Peter das Auto beschädigt wurde, aber ansonsten ist eigentlich alles entspannt. Das Auto, was repariert wird. Geil. Ja. Also ich würde gerne jetzt weiterreiten. Ich weiß nicht, die zwei Jahre mich an wie das erste Auto. Wollt ihr euch dringend einen Kaffee holen in der Küche? Wir kommen gleich. Ja, pass auf. Reitet weiter aus, wir quatschen später. Okay. Okay, dann müsst ihr aber auch was sagen, ne? So. Ich glaube, bei Miguel müsst ihr eine Nummer ziehen. Der ist so verplant. Ja, ich glaube auch. Gar nicht. Doch. Komm mit. Wohin? Ja, komm einfach mit. Lass dich überraschen. Wieso haben die. Die waren aber heute auch. Die waren aber nicht sehr gesprächig heute, oder? Nö. Wo willst du denn hin, Bella? Ich entführe dich auch. Ich entführe dich ja auch gerade hier, ne? Wohin denn da? Lass dich doch. Ja, ich bleib mich überraschen. Ja, ich hab's verstanden. Ich bleib mich überraschen. Du musst immer wissen, was los alles. Ist. Nein, oder? Ich hab's verstanden. Lass dich doch einfach überraschen. Okay, ich bleib mich überraschen. Ich liebe Überraschungen. Ganz toll. Boah, verdreh nicht die Augen. Das hört man in deiner Stimme. Ja. Das wird voll schön. Ja, ich glaub das. Was macht man da? Vor allem im Regen. Hm? Was macht man da, wo wir hingehen? Ich will dir was zeigen. Ah, okay. Ja, zeig mal. Wow, soll ich das auch machen? Woo! Geile Scheiße, ey. So fällt die voll ab. Oh, nee. So. Na, ich bin ja gespannt, Bella. Ey, ganz ehrlich jetzt.
Ja, denk dir einfach, die Sonne würde scheinen. Okay. Oh, ich kann für den. Ups. Ich kann für den Regen nichts. Ja, wohin jetzt? Ja, warte, komm mit. Zwischen den Bäumen durch. Alter, warte. Okay. Und? Was sagst du zu dem Platz? Krass, ey. Hier könnten wir voll mähen. Oh Gott. Für Futter. Denkst du gerade ans Arbeiten, wenn du mit mir ausreitest? Ja, wegen Futter ist hier eine tolle Wiese, finde ich. Schönes, saftiges Gras. Ja, dann komm mal her, steck mal ab und guck mal. Ist der Ausblick nicht schön? Ja. Und jetzt dreh dich mal um. Jetzt stell dir mal vor, da würde ein Haus stehen mit einer Garage, schöner großer Platz, wo Autos stehen können. Hier vorne ist eine Auffahrt runter zur Straße. Wäre das nicht herrlich? Traumhaft. Mit Sicherheit traumhaft. Gibt es einen Investor? Das haben Jupp und ich entdeckt, wo wir letztens ausgeritten sind. Du willst ein Haus mit Jupp bauen? Ich will ein Haus mit dir bauen. Oh, okay. Oh. Mit dir und nicht mit Jupp? Du bist mein Freund und nicht er. Das habe ich dir schon x-tausend Mal gesagt. Nee, aber stell dir das mal vor, wäre das nicht herrlich? Schön abseits von allem Stress. Und, das wäre doch herrlich, oder? Jo, Geld kam gerade an für Haus. Was? Wow. Okay. Ja, wie wäre sowas? Wäre das nicht interessant? Ja, wäre schön, auf jeden Fall. Ist ein schöner Platz hier, kann man nicht sagen, ne? Ja, und er ist abgelegen von allem Stress. Das stimmt. Das ist ein wichtiges Argument, muss man ganz ehrlich sagen. Hier könnte man immer mal abschalten. Hier kann ich auch immer mal eine ein oder andere Privatparty feiern. Hier stößt auch keinen hin. Kann ich meine ganzen Kumpels einladen zum Dart spielen oder Billard spielen. Und zum... Oh, warte mal kurz. Harald? Mann, Digga, du weißt doch, ich bin mit Bella unterwegs. Hier ist der Herr Koschmidder. Scheiße, was willst denn du schon wieder? Geh mir jetzt auf den Sack, Alter. Dein scheiß Rennen, das kannst du mir voll vergessen. So ein Dreck mache ich nie wieder, so ein Kackmist. Bella ist nur... ein bisschen von dir, Kontenance, bitte. Okay. Ja, jetzt probieren wir das nochmal mit Nettigkeit. Ja, du riechst nach Maki. Eh, mein junger Freund, du hast das Rennen verloren. Du hast das Rennen verloren, stimmt's? Das ganze Rennen war scheiße und das ganze Rennen war von Arsch. Wir hätten das überhaupt nicht machen sollen. Ja, pass auf. Du wolltest uns umbringen. Die Bedingung war, dass du gewinnst. Die hast du nicht erfüllt. Also kannst du dich schon mal... dein Haus verabschieden. Was für ein Haus? Und als nächstes, Alter, kannst du dich von dem Geliebtesten, was du hier besessen hast, verabschieden. Pass auf, du fasst das Landhandelgebäude an, Junge. Und ich schwör dir. Und ich schwör dir, Junge, du heißt nicht Mitter oder wie auch immer, dann heißt du nur noch Mitter. Weil ich zerteile dich in der Hälfte. Und das Liebste, was ich habe, nimmst du mir mit Sicherheit nicht weg. Der Fett bleibt am Hof! Pass mal auf, mein Freund. Hast du liebst an Fendt? Du legst dich ja mit den ganz falschen Leuten an. Was willst du? Du hast ja jetzt sicherlich unseren Polizisten kennengelernt, oder? Was für Autisten? Ja, du hast mich schon verstanden. Wen hab ich kennengelernt? Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Und ich glaube nicht, dass das Wichtigste dein Fendt ist. Wen hab ich kennengelernt? Auf Wiederhören. Hi Bella. Miguel, du bist so blass. Ist alles in Ordnung? Ja, ist... mal wieder so eine Sache. Die kann ich aber... Du weißt, dass du mit mir reden kannst. Ja, ne? Das ist jetzt immer das Problem. Warum? Weil ich das weiß nicht, ob ich das immer... Boah, jetzt... Ich fange dich jetzt an zu schütteln. Was ist los? Da ist so ein Typ, der ruft mich ständig an. Ja. Ja. Und der Typ... Was will der von dir? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist derselbe Typ wie der Hachal da.
Was ist, wenn wir mal mit dem Bayer darüber reden? Ja, ist er da? Der Bayer hat sich aber schon mal geirrt bei dem. Ja, ich weiß es nicht. Wir müssen. Und der Typ hat uns angestichelt. Der hat Fritze und mich angestichelt, ein Rennen zu fahren. Ihr seid ein Rennen gefahren? Ja, wir sind ein Rennen gefahren. Aber sag das niemandem. Wehe, du sagst das. Sag ich jetzt nur dir. Ja, das war's. Wir sind ein Rennen gefahren und das ist halt total schief gegangen. Und er hat halt gesagt, wenn ich das Rennen gewinne, kriege ich 350.000. Und wenn ich das Rennen verliere, dann nimmt er mir das Landhandelgebäude und noch das Liebste, was ich habe. Und was ist das Liebste, was du hast? Ich habe jetzt gesagt, das ist ein Fendt, weil ich in der Hoffnung, dass er vielleicht den Fendt wegnimmt. Aber natürlich du. Das freut mich. Das finde ich lieb von dir. Aber trotzdem, wir müssen mit dem Bayer reden. Ja, hast recht, ne? Ja, das geht nicht anders. Ja. Ja, der hat noch was gesagt. Der hat gesagt, irgendwas mit Statisten oder... keine Ahnung. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Der Cop. Der Aushilfskop. Echt? Wir haben einen Aushilfskop? Keine Ahnung. Wir haben einen Praktikanten. Okay. Ich glaube, der kennt den. Denkst du? Ja. Meinst du, wir sollten den mal so durch die Blume fragen? Kann man machen. Vielleicht kannst du den mal fragen, Bella, so durch die Blume und kannst dir ein bisschen um Finger wickeln oder so. Miguel, nein. Und damit fange ich hier gar nicht erst an. Du bist ja sonst immer so richtig eifersüchtig, wenn ich mit Jupp irgendwas mache. Ich bin ja gar nicht eifersüchtig. Ich habe dich letztens mit Lüb belauscht und da ging es nur um mich. Was? Du hast mich belauscht mit Jupp? Wann? Habe ich das jetzt gesagt? Was hast du denn gehört? Gar nichts gehört. Ich habe wirklich mit Jupp, also Bella, wirklich. Jupp und du kannst mir alles sagen. Du weißt das, ne? Ja, aber wirklich jetzt, ich glaube wirklich, also ich habe da null Problem mit, null, überhaupt gar nicht. Jupp ist guter Mann, Bella, gute Frau, alles gut. Mhm. Okay. Schwör. Aber mit dem Haus hier, ne? Ja. Ja, dann müssen wir das halt mal in Planung geben, oder? Das wäre doch voll schön, oder? Mhm. Dann haben wir wenigstens einen Anfang von uns beiden. Ein Schritt. Nach circa 3 bis 4 Monaten. Ja, mach mal. Zusammen sind jetzt schon. Ja. Oh, weil ist ja ein großer Schritt, so ein Haus auch, ne? Ja. Pff, na gut. Entschuldigung. So, na los, komm, dann lass uns zurückreiten. Komm, wir fragen den Polizisten mal. Wir gucken mal, Wollen wir direkt dahin zu dem? Freilich. Hier unten geht's zur Straße. Ich glaube, wir können ihn easy um Finger wickeln. Woo! Superman fährt. Ist jemand glücklich? Also hatte ich doch eine gute Idee. Mit dem Haus? Ja. Ja, ich finde sie nicht schlecht. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen abschalten. Tut immer abschalten gut. Von Harry, von allem Stress, vom Bayer. Ja, von Schwarzingen selber. Da müssen wir auch manchmal ein bisschen abschalten, gell? Oh, wo bist denn du schon wieder? Ich versuche hier gerade die Rinde von dem einen Baum abzuknabbern mit dem Pferd. Hm. Da ist er. Naja. Und du kannst deine Männerpartys mit Jupp und Harry feiern. Das stimmt. Das ist wichtig. Die muss ich auch immer mal einladen. Genau. Und ich kann dann mit Liv. Du Bella? Ja. Warum habe ich einen Funk? Pferd. Und ich kann da mit Liv und so oben Party machen in der Villa. Ja, da kannst du Liv aber auch mal zu uns einladen. Wir bauen einfach einen viel größeren Whirlpool wie der Fritze mit seiner Protzvilla. Ich hätte gerne einen größeren Pool und keinen Whirlpool. Ist ja langweilig. Ups. Ups. Bist mir vors Pferd geritten. Aber ganz ehrlich, Bella, ja. Ich glaube, ich muss das Harry auch erzählen mit dem Typen, ey. Und Jupp auch, dass sie sich dann Acht nehmen. Dann mach das auch bitte, ja? Weil das sind schließlich deine Freunde. Ja. Das stimmt. Ja, siehst du. Na gut, meine lieben Freunde, aber wir sind auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dort vielleicht ein...
ein kleines Häuschen zu bauen mit der Bella. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Euch noch einen schönen Sonntagabend, schönen Start in die Woche morgen. Und wir sehen uns natürlich Montag 19 Uhr wieder. Schaut gerne bei Edles Vibe vorbei, der Twitch-Highlights-Kanal, wo die ganzen Reaction-Videos kommen. Und ja, lasst gerne ein Abo da. Glock auf an für den dicken Löris und dann geht's rein. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Yeah.